So, hallo ihr Lieben, da bin ich endlich mal wieder. Heute möchte ich mit euch mal ein schönes Meerbild mal wieder malen. Das letzte war ja leider nicht ganz so gut geworden, weil der Autofokus immer unscharf war. Das tut mir auch wirklich leid. Das ist echt ärgerlich, aber ich probiere mich halt immer weiter. Und ich glaube, jetzt habe ich ein System gefunden, das ganz gut funktioniert. So, okay, also das hier ist ein Foto, das habe ich gemacht an der Ostsee. Und zwar, als wir jetzt gerade im Sommer am Weißenhainer Strand waren. Das soll heute mal ein relativ dezentes Meer werden. Ich will gar nicht so viel Geschnorkel haben oder sonst irgendwas. Das Einzige, was ich ein bisschen dazu malen möchte, sind ein paar Wolken. Ich habe das Bild schon einmal vorgemalt. Und zwar ist es das hier. Das will ich jetzt einmal versuchen, mit euch nachzumalen. Wie gesagt, ich hoffe, ich kriege das wieder so gut hin. Aber ich muss gestehen, dass mir das hier sehr gut gefällt. Bis auf diese kleine Möwe, die lassen wir weg. Die ist nicht so schön geworden, aber die hier oben gefallen mir sehr gut. Ja, wie gesagt, eine kleine dezente Welle, ein bisschen was im Hintergrund und ansonsten tatsächlich einfach nur Meer. Mit dem Strand müssen wir mal gucken, ob wir das ähnlich machen, weil das hier, muss ich gestehen, habe ich 3 Tage später im Nachhinein nochmal gemacht, als das Bild schon ein bisschen angetrocknet war, weil dann kriegt man nämlich dieses schöne leuchtende Weiß auch so gut hin, dass sich das nicht mehr im Strand vermischt. Wir schauen uns das einfach gleich mal an, wie das heute so funktioniert. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, das ist ein Motiv, das euch gefällt. Und heute spielt auch die Kamera mal wieder so richtig mit, dass ihr alles sehen könnt. Okay, also zu den Pinseln. Da haben wir heute ganz normalen Bordeaux Landschaftspinsel. Oh mein Gott, ich sehe gerade, den habe ich gar nicht ausgewaschen. Oh nein. Oh verdammt, den muss ich gleich mal einweichen. Okay, also dann haben wir nur 2 Pinsel. Die ganz normalen Landschaftspinsel, den 2-Zoll-Pinsel und den 1-Zoll-Pinsel. Dann habe ich mir ein paar Fächerpinsel bereitgelegt. Und alternativ ein paar Fineliner, alles andere außer Bob Ross. Weil mit dem Fineliner von Bob Ross finde ich es ein bisschen schwierig, weil der sehr lange Haare hat. Das ist damit nicht ganz so gut, so einfach zu malen. Der Nachteil an den günstigen natürlich, die fächern schnell auf. Jetzt zeige ich eigentlich hin. Die borsten schnell aus, aber muss ich mal gucken. Deswegen habe ich ein paar genommen, welcher am besten dafür geeignet ist. Nachher für den feinen Wellenbogen. Dann brauchen wir ganz normalen Borstenpinsel. Das ist jetzt ein Bild, wofür ihr jetzt nicht speziell die Bob Ross Pinsel braucht. Also dafür könnt ihr jetzt tatsächlich alle Pinsel benutzen, was ihr gerade da habt. Wichtig ist nur, das Bild ist wieder vorbearbeitet mit Flüssiggrund und zwar mit dem Bob Ross Flüssiggrund. Wie ich schon mal erwähnt habe, einen anderen kenne ich nicht, einen anderen Hersteller, der den Flüssiggrund macht. Deshalb hier mal wieder die Werbung für den guten Herrn. Ja, ansonsten zu den Farben haben wir heute eine ganze Menge. Ihr seht ja, das Bild ist sehr blau. Eine ganze Menge preußisch blau, ein kleines bisschen Pentanol blau, dann einen kleinen Hauch Pentanol grün, etwas Türkis, eine ganze Menge Titan weiß. Dann haben wir hier einen Klecks Sienna. Ich weiß nicht, nennt sich das Dunkel Sienna? Ja, Dunkel Sienna. Ein ganz, ganz bisschen, nur so ein ganz kleines bisschen, was wir hinterher brauchen für die beiden Sternchen. Hellrot, etwas Ocker für den Strand, etwas Gelb für den Strand. Und hier nochmal ein kleines bisschen Grün. Also wie gesagt, von den oberen Farben braucht ihr wirklich nur einen Hauch. Ihr müsst die sonst vielleicht auch noch nicht jetzt auftragen. Vielleicht machen wir den Strand auch später. Tragt euch erstmal nur diese Hauptfarben auf, die wir jetzt tatsächlich für den Strand benötigen. Okay. Wie gesagt, die Leinwand ist vorgrundiert. Und wichtig ist wirklich, dass die jetzt hauchzart, nee, vorgrundiert ist falsch, also vorgrundiert ist ja eh schon, ich weiß immer nicht, wie ich das ausdrücken soll, also mit Flüssiggrund bestrichen ist sie, dass der Flüssiggrund wirklich hauchdünn aufgetragen ist. Also ihr müsst wirklich das Profil von eurem Finger wirklich gut erkennen können. Da darf wirklich nicht zu viel sein. Solltet ihr zu viel auf dem Bild haben, nehmt euch ein Zebertuch, wischt es einmal ganz vorsichtig ab und dann verteilt das nochmal sauber mit dem Pinsel. Denn wenn wir jetzt hier zu viel drauf haben, ist das wirklich schwer, hinterher mit den Wellen das zu malen. Also wirklich ganz, ganz dünn den Flüssiggrund nur auftragen. Okay. Gut, ich mal kurz.
So, dann kommen wir jetzt zu unserem Himmel. Als erstes müsst ihr euch jetzt ein bisschen überlegen, das ist jetzt noch nicht ganz so relevant, aber schon mal drüber nachdenken. Wo wollt ihr euren Horizont haben? Wollt ihr wenig Himmel haben und viel Meer? Wollt ihr ganz viel Himmel haben und ein kleines bisschen Meer? Oder wollt ihr es etwa in der Mitte haben? Das müsst ihr jetzt so ungefähr einmal festlegen. Bei mir ist es so, da ich auch schöne Wolken mit reinmalen werde, werde ich so, ja, 3/5 Wasser und 2/5 Himmel etwa nehmen. Also fast die Hälfte. Und dafür nehme ich mir als allererstes ein kleines bisschen preußisch Blau und einen kleinen Klecks Pantone Blau zum bisschen mischen. Und dann mit dem 2-Zoll-Pinsel vorsichtig einfach nur reinstupfen. Das dann einmal bitte auf der Palette wieder abstupfen. Denn wir wollen nur ganz wenig Farbe auf dem Pinsel haben. Da dürfen keine Farbkleckser drauf sein, sondern wirklich nur ein kleines bisschen hauchdünne Farbe. Dann fangen wir in den Ecken wie üblich an. Ach so, das hier ist übrigens eine Leinwand. Die ist 40 mal 30. Wer jetzt frisch anfängt mit dem Malen, dem kann ich empfehlen, fangt erstmal mit einem kleineren Pinsel an, dem 1-Zoll-Pinsel. Da ist es noch etwas einfacher mit den Kreuzstrichen und mit der Verteilung der Farbe. Wenn man da mal zu viel auf dem Pinsel hat, ist das ein bisschen einfacher. Ganz wichtig, lasst euch hier so ein paar weiße Flecken dazwischen. Das soll gar nicht alles bedeckt werden. Vor allen Dingen besonders hier über dem Horizont ist es nahezu weiß. Also wenn ihr mal darauf achtet, wenn ihr in die Ferne guckt, dann ist der Himmel da kaum noch blau, sondern das ist wirklich weiß. Okay, soweit so gut. Jetzt habe ich hier meinen anderen 2-Zoll-Pinsel. Da ist noch das Flüssigweiß drauf. Das braucht ihr auch gar nicht rauswischen, falls ihr einen zweiten Pinsel habt. Und dann könnt ihr jetzt mit dem das Ganze hier einfach verblenden. Achtet ein bisschen darauf, dass ihr mal schaut, dass ihr ein kleines bisschen eure Ränder wie immer mitmacht. Ich weiß, ich werde es hinterher wieder vergessen. Aber ihr könnt ja, auf jeden Fall darauf achten. So, das verblende ich jetzt ganz grob hier. Dieser Himmel ist, wie gesagt, jetzt nicht ausschlaggebend, weil wir sowieso gleich ein paar Wölkchen da reinmalen wollen. Es ist immer sehr schwierig mit Wolken. Es sieht so einfach aus, wenn man jemand anderem zuguckt, der Wolken malt. So, zack, zack, zack. Und dann, oh ja, ein bisschen Kreise da, ein bisschen Kreise hier und super Hammerwolken. Ja, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, Wolken finde ich persönlich echt schwer. Also mal eben so auf den Pinsel schütteln tue ich die auch nicht. Da muss ich immer ein kleines bisschen immer mal wieder vorüben. Selbst wenn man es mal auf dem Bild geschafft hat, tolle Wolken zu malen und sagt, jetzt habe ich ein DVD raus, jetzt kann ich das. Dann malt man mal wieder 2, 3 Wochen nicht und dann kann man es fast wieder von vorne lernen. Also Wolken fallen mir persönlich wirklich schwer. Aber vielleicht habt ihr da ja auch ein bisschen mehr Talent für und es ist euch ein bisschen, für euch ein bisschen leichter. Ihr seht, ich habe den Himmel jetzt sehr hell gemalt. Das ist eigentlich nicht so das, was ich wollte. Ein kleines bisschen dunkler soll er schon sein, weil sonst fällt es natürlich schwer, die Wolken gut zu erkennen. Deshalb gehe ich jetzt mal frisch hier in die Farbe rein mit dem anderen Pinsel. Der Pinsel ist jetzt wieder geladen mit ordentlich Dunkel. Und jetzt fange ich hier nochmal an, weil ich den Himmel dann doch etwas dunkler haben möchte. Da müsst ihr selbst gucken, wie ihr das haben möchtet. Wenn ihr jetzt sagt, das soll ein ganz leichter Himmel sein, macht den ruhig ganz leicht. Aber ich will jetzt hier so einen richtig strahlend blauen Himmel haben. Deshalb gehe ich nochmal in meine Farbe rein. Und jetzt nochmal das gleiche verblenden. Wenn ihr mit dem Himmel anfangt, denkt immer dran. Wie gesagt, in den Ecken müsst ihr anfangen, weil in den Ecken ist der Himmel meistens strahlender und wird dann zum Sichtpunkt hin, zum Horizont immer heller. So. Und auch das Verblenden machen wir mit den Kreuzstrichen so ein kleines bisschen. Weil der Sinn dahinter ist einfach, dass man die Farbe immer anders trifft, immer anders berührt und die einzelnen Pinselstriche dann nicht mehr so sieht. Könnt zum Schluss auch nochmal so rübergehen, dass das alles ein bisschen schön verblendet wird. Wie gesagt, schaut jetzt einmal, wie tief ihr gehen wollt. Nicht, dass ihr hinterher entschuldigt, zu viel Platz zum Horizont habt. Geht also lieber nochmal ein bisschen tiefer. So, also jetzt habe ich hier schon ein kleines bisschen mehr Blau. Wenn euch das so reicht, dann lasst ihr das so. Wenn ihr sagt, nee, also meiner soll noch kräftiger werden, dann könnt ihr das ja ganz für euch entscheiden, wie ihr das machen wollt und den Himmel natürlich auch noch ein kleines bisschen blauer machen.
Bei diesen Farben ist es nur ganz wichtig, wenn die getrocknet sind, dann werden die noch mal so richtig kräftig. Also nehmt nicht zu viel, weil sonst wirkt das auch wieder ein bisschen übertrieben. Okay. Gut, dann wollen wir mal mit den Wolken anfangen. Dafür nehme ich mir als erstes mal den Fächerpinsel. Wolken, wie gesagt, sind tatsächlich nicht ganz einfach. Und das Wichtige ist, dass man vor allem darüber nachdenken muss, wie ist die Perspektive der Wolken? Das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ich habe mich beim ersten Mal so vergriffen in meinen Wolken, dass meine Wolken hier unten anfingen und dann nach oben hinweggehen. Das sah, oh Mann, das sah so schrecklich aus. Aber das habe ich mittlerweile auch schon ein bisschen besser gelernt, beziehungsweise mir beigebracht. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal hier an. Als erstes mit kleinen kreisenden Bewegungen. Hier so ein kleines bisschen immer mal wieder nachnehmen. Schöne, frische Wolken hier oben reinmalen. Genau wie groß die sind, wie groß die werden sollen, entscheidet ihr wieder für euch selber. Vor allen Dingen auch, wie viele das werden sollen. Guckt einfach bei euch aufs Bild, wo die gut reinpassen. Ihr könnt die auch ein bisschen grauer oder ein bisschen dunkler machen. Je nachdem, was bei euch jetzt gerade für eine Wetterlage ist. Das ist euer Bild und das könnt ihr für euch ganz alleine entscheiden. Jetzt nehme ich nochmal einen anderen Fächerpinsel, der ist sauber und trocken. Und damit verblende ich das hier jetzt so ein kleines bisschen. Ihr seht, das ist alles recht hell. Deswegen mache ich das immer so, damit man den Unterschied besser sieht, damit es ein bisschen interessanter aussieht. Ich gehe jetzt nochmal hier in meine Farbmischung mit rein. Ganz kleines bisschen hauchzart. Und dann fange ich nochmal an, das so ein kleines bisschen mit hier unter die Wolke zu tragen. Das sieht dann auch schon so ein kleines bisschen aus wie Regen, wenn man das jetzt so lassen würde. Ganz so möchte ich das nicht, so extrem soll das nicht sein. Ich möchte es jetzt einfach nur so ein bisschen, dass man die Wolken besser erkennt. Und deswegen mache ich das hier jetzt ein kleines bisschen dunkler. Wenn ihr so ein bisschen Gewitterwolken haben wollt, dann könnt ihr auch gern euch ein kleines bisschen Blau-Weiß-Schwarz anmischen. Dann sieht es ein kleines bisschen nach Gewitter aus und als ob da gerade so eine große Regenwand ankommt. Ihr müsst jetzt bei diesen Wolken einmal schauen. Man soll ja denken, dass man jetzt von unten auf diese schöne Wolke drauf guckt. Deswegen ist das ganz gut, wenn ihr das hier so ein bisschen quer verstreicht. Dann sieht es immer so ganz gut aus von der Perspektive her. Und macht einen Eindruck, dass diese Wolken wirklich weit weg sind. Also ich finde das immer so, so habe ich mir das persönlich beigebracht. Weil wie gesagt, von meinen Wolken so grauenhaft, es war so. Vor allen Dingen, das hat so lange gedauert, bis ich gepeilt habe, wo mein Fehler liegt. Was ich ein Bild, ich hatte ein Bild mit Bergen, das war so schön. Aber die Wolken, oh mein Gott, die waren so schrecklich. Und ja, das habe ich dann tatsächlich versucht überzumalen. Hat nicht geklappt und dann musste ich es leider entsorgen. Aber sowas kommt vor, wie gesagt. Also es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ich schon gar nicht. Übung, Übung, Übung. Okay, so, jetzt ist unsere erste Wolke fertig. Ihr seht, durch den dunklen Hintergrund sieht es schon richtig so aus, als ob man da weit reingucken würde. Jetzt habe ich hier aber die nächste Wolke, die jetzt vor der sitzt. Und deswegen jetzt nochmal in diese Wolke reingeht. Wie gesagt, durch diese kreisende Bewegung wirkt das alles so ein bisschen aufgewühlter, so Bewegung im Himmel. Ich finde das immer richtig schön. Also ich male Wolken sehr gerne. Nur ist es halt nicht, dass sie mir immer gelingen. So, jetzt machen wir das hier nochmal. Und wie aufbrausend die Wolken sind, das könnt ihr euch auch entscheiden. Gehen die jetzt hier so richtig hoch? Sind so schon fast ähnlich Kumuluswolken hier so ein bisschen? Oder sind das nur ganz kleine, dezente, feine Wölkchen? Das müsst ihr einmal für euch gucken. Am besten ist es auch, ihr wart ja bestimmt alle schon mal am Meer. Und wer nicht, der kann sich einmal sonst ein paar Fotos im Internet angucken. Da gibt es jede Menge. Schaut euch das einmal tatsächlich an. Verschiedene Bilder. Wie sehen die Wolken am Meer aus? Wie schichten die sich auf? Welche Wetterlagen gibt es da? Und vor allen Dingen, was möchtet ihr malen? Möchtet ihr wirklich so einen aufregenden Himmel malen oder eher was ganz Dezentes? Das könnt ihr nur für euch ganz alleine entscheiden. Natürlich dürft ihr es auch genau so malen,
wie ich das hier vormache. Nur es ist halt nicht ganz einfach, das immer so perfekt abzumalen. Deshalb ist es schon ganz wichtig, wenn ihr jetzt auch mit der Malerei gerade anfangt, schon so ein bisschen zu gucken, dass ihr euren eigenen Stil damit reinbringt. Das macht das Malen immer am einfachsten. Nur so komplett kopieren macht es, es ist wirklich schwer. Also wenn ihr von Anfang an sagt, ja, ich mache das lieber so, dann lernt ihr schneller. Das will ich nur einmal gesagt haben. Also wer gleich ein bisschen eigenständig denkt, lernt wirklich schneller. Ihr sollt nicht komplett alles euch selber ausdenken, ganz am Anfang. Das ist natürlich dann nicht so einfach. Aber wer schon eigene Ideen mit reinbringt, Kreativität, der lernt tatsächlich schneller. So, wo habe ich denn meinen schönen weißen Verblenderpinsel? Den nicht. Dann nehmen wir mal den hier. Das, nee, den darf ich umdrehen. Hä? Ach da, nee, das war der dreckige. Dann muss ich nochmal einen neuen klein nehmen. Das ist wieder ein kleiner Pinsel, der ist schön sauber und trocken. Dann verblende ich mir jetzt hier nochmal die Wolken. Und wenn ihr diese Wolken malt, versucht den Kreis so ein bisschen U-förmig zu machen. Wirklich, dass er so eine kleine Form hat. Das ist so der Wind, der da unter weghaut. Wenn ihr das so rum macht, dann sieht das komisch aus. Ich will nicht sagen, dass es solche Wolken nicht gibt. Aber es sieht doch ein wenig besser aus, wenn man das U-förmig macht. Wie gesagt, schaut euch mal tatsächlich draußen Wolken an, wie die aufgebaut sind. Und desto mehr ihr dahin guckt, desto einfacher wird es dann auch, das abzumalen. Ganz wichtig auch, macht mal ein paar Fotos, guckt euch verschiedene Wolkenformationen an, nehmt sie mit nach Hause, druckt euch die auch einmal aus und schaut euch das mal genauer an, wie sowas tatsächlich aussieht. Denn oftmals ist man so blind, man sagt zwar, oh, das sieht wunderschön aus, aber erst wenn ihr wirklich mit dem Malen, das mit dem Malen vergleicht, wie die Wolken da oben wirklich aussehen, dann ist es so, dass man sagt so, wow, oh, das sieht aus wie gemalt der Himmel jetzt. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es das tatsächlich gibt. Da habe ich schon so viele gesehen. Also es ist echt wirklich Wahnsinn. Und gerade diese wunderschönen, fluffigen Federwolken, die liebe ich ja so. Wo dann einfach nur so einfache Striche sind, als ob da jemand mit dem Pinsel rübergefahren ist. Gemalt habe ich die ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe mich da noch nicht so wirklich rangetraut. Aber das will ich jetzt auch irgendwann demnächst mal machen. Aber ja, ich habe halt auch nur am Wochenende mal Zeit zum Malen. Und ja, im Moment ist mit dem Haus natürlich auch so viel zu tun, dass ich da halt ein bisschen Schwierigkeiten habe, da im Moment mit dem Malen hinterherzukommen. Aber wie gesagt, so. Und wenn ihr jetzt einmal hier so mit dem Pinsel so ganz vorsichtig so rüber geht und diese kleinen Fluffies hier vorne mal so ein bisschen rumzieht, dann sieht das so ein bisschen windig da oben aus. Also das müsst ihr nicht machen. Am Anfang habe ich es gemacht und habe mich hier schon mal geärgert, weil das so unschön aussah. Aber traut euch da ruhig mal ran. Gerade wenn ihr anfangt, versucht euch, übt einfach. Nicht jedes Bild wird perfekt und gerade am Anfang ist es so, dass es einem wirklich schwer fällt. Gerade wenn man versucht nachzumalen, ist das nicht so ganz einfach, das immer so hinzukriegen, wie man das gerne möchte. Deswegen üben, üben, üben. Und wenn ihr mal sagt, Mensch, dieses Bild ist mir nicht gelungen, das gefällt mir nicht, nutzt das, brecht nicht gleich ab, sondern übt dabei. Das ist immer das Beste, was man machen kann. So, jetzt kommen wir einmal zum Horizont. Da habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder, eigentlich sogar drei. Entweder ihr macht das jetzt mit einem Pinsel, der eine super scharfe Kante hat und zieht euch einmal den Meeresspiegel hier lang. Oder aber ihr nehmt einfach ein Lineal, das haltet ihr einmal an. Oder aber ihr nehmt ein kleines Stück Klebeband. Das geht auch. Also ich muss gestehen, das mit dem Klebeband habe ich mir nicht selber beigebracht. Das habe ich mir tatsächlich von einem anderen Maler abgeguckt. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Es ist zwar ein bisschen schwierig, wenn man das natürlich hinterher wieder verblenden muss, wo das Klebeband geklebt hat. Das war zu kurz. Und dabei passieren dann ganz oft tatsächlich auch wiederum Fehler, dass der Horizont dann doch nicht so perfekt gerade ist. Aber vom Ding her ist es einfach mit das Einfachste. Ich nehme jetzt einfach ein ganz normales Stück Klebeband, also Tesafilm. Und jetzt müsst ihr mal schauen, dass ihr das wirklich versucht, gerade da drauf zu bringen. Ich hoffe, das klappt jetzt bei mir. Ich bin ein bisschen weit weg, weil ich die Leinwand so schräg habe.
So, ich hoffe einfach mal, dass. Oh. Ja, wir hoffen noch ein bisschen mehr. Das hält jetzt natürlich nicht auf der Farbe. Aber ja, vielleicht hätte ich es noch länger machen sollen. Okay, das ist der Vorführeffekt. Entschuldigt bitte. Wir nehmen jetzt mal ganz schnell unseren Pinsel und malen das blau. Okay, dann habe ich hier meinen Fächerpinsel, der eh schon blau ist. Einmal kurz ein bisschen abtupfen. Nehmt euch sonst auch gerne ein Stück Zewa. Da habe ich mir immer ein paar Tücher vorbereitet. So ein bisschen auswaschen, weil die Farbe noch recht hell ist. Und jetzt möchte ich das reine preußisch-blaue haben. Soll es richtig dunkel sein. Und jetzt gehe ich einmal hier am Rand von meinem Teser lang. Passt auf, dass ihr nicht über die Linie vom Teser kommt, natürlich. Das wäre wirklich ärgerlich. Wenn ihr das Meer so richtig dunkel haben wollt, weil das hält sich jetzt natürlich jetzt auf, ist ja klar durch das Weiß, dann könnt ihr natürlich auch noch einen kleinen Fleck Schwarz dazu nehmen. Das habe ich jetzt nämlich hier vergessen aufzutragen. Nur so ein ganz bisschen Pinsel. Und dann mischt ihr euch das ein kleines bisschen dunkler. Kleines bisschen preußisch-blau, kleines bisschen schwarz. Dann habt ihr so einen richtig schönen dunklen Horizont. Achtet wirklich darauf, dass ihr vom Teser runterstreicht zum Horizont. Denn wenn ihr das andersrum macht und nach oben streicht, könnte es gut sein, dass sich die Pinselhaare und das Teser drücken und ihr dann da keine schöne glatte Linie bekommt. Deswegen immer runterstreichen vom Teser. Immer wieder frische Farbe aufnehmen, weil das natürlich sehr hell wird jetzt mit der Zeit durch das Weiß. Und dann einfach schön über das Teser rübergehen. Wie gesagt, die Ecken nicht vergessen. So, und das war's dann auch schon. Guckt, dass ihr das ein kleines bisschen breiter macht. Desto breiter ihr hier den Horizont macht, desto einfacher ist das natürlich hier hinterher nicht zu riskieren, in den Horizont zu kommen. So, ich bin mal gespannt, ob das jetzt mit meinem losen Klebeband funktioniert hat. Wenn nicht, müssen wir das dann gleich doch nochmal per Hand machen. Okay, ich nehme das mal vorsichtig ab. Oh, es hat sogar gehalten. So, und so habt ihr nämlich so einen richtig tollen, schönen, geraden Horizont. Wenn mal so ein ganz kleines bisschen die Farbe so minimal in die Struktur der Leinwand läuft, das ist leider normal. Das lässt sich beim Malen leider nicht verhindern. Dann lasst ihr das einfach so. Wenn das eine Sache ist, die euch zum Beispiel jetzt richtig doll stört, dann habe ich da noch einen Trick, den habe ich nämlich mal vom Maler gelernt. Dann nehmt ihr als erstes dieses Klebeband, klebt das drauf, geht als erstes mit einem kleines bisschen Flüssigweiß, hauchdünn, einmal über das Teser rüber. Dann setzen sich diese Poren mit Weiß zu und dann geht ihr mit Blau rüber und dann kann das Blau tatsächlich nicht mehr unter das Klebeband kommen. Ist aber ein bisschen mehr Arbeit, aber wer da sehr penibel ist, der kann das natürlich so machen. Mir reicht das so, wenn man ein bisschen weiter weg steht. Die wenigsten Leute stehen ja so vom Bild und das sieht man dann hinterher nicht. Hauptsache, der ist wirklich gerade. Das könnt ihr so ein bisschen an der Struktur erkennen. Wie gesagt, ich habe die Leinwand jetzt sehr schräg für euch, deswegen kann ich es leider nicht ganz so gut sehen. Aber ich glaube, er ist ganz gut geworden. Okay, dann muss ich mir jetzt noch mal einen anderen Pinsel greifen. Und zwar nehme ich mal hier den Borstenpinsel. Und dann bleiben wir erstmal recht dunkel und malen uns jetzt als erstes mal hier so ein kleines bisschen den Horizont an. Auch hier schon, guckt bitte, dass ihr das wieder alles waagerecht malt. Dass ihr versucht, nicht senkrecht zu malen. Denn diese Linien, die ihr jetzt schon malt, die sieht man später, wenn das Bild trocknet schon ganz genau. Und wir wollen ja nicht, dass der Betrachter glaubt, das Wasser würde aus dem Bild laufen. Deshalb hier schön dunkle Farbe nehmen und immer mit waagerechten Strichen. Wer jetzt zum Beispiel eine Leinwand hat, die größer ist als die, die ich jetzt verwende, dann nehmt euch ruhig den 1-Zoll-Pinsel oder auch wenn ihr eine ganz große Leinwand habt, gerne den 2-Zoll-Pinsel. Damit ist das dann doch etwas einfacher. Ich fange jetzt nur erstmal hier mit dem kleinen an, weil ich nicht riskieren wollte, da oben einen Strich reinzumachen.
Deswegen bin ich da lieber auf Nummer sicher gegangen und nehme den kleinen Pinsel. So, jetzt müssen wir einmal schauen, wo wollen wir denn jetzt eigentlich unsere Wellen hinsetzen? Also als erstes würde ich mal grob schätzen, die letzte Welle endet ungefähr hier. Und hier ist so ganz vorsichtig angedeutet unser Strand. Das heißt, ich habe hier die große Welle. So, das heißt, da die Welle einen Schatten wirft, male ich mir das schon mal vor und male das Ganze schon mal ein klein wenig dunkler. Und die zweite Welle, ja, die habe ich etwa hier in dem Bereich. Ich muss nur gucken, ich will die ja natürlich nicht parallel haben, beziehungsweise das soll ja keine Kopie dieser Welle sein. Deshalb muss ich jetzt einmal kurz nachdenken. Hier ist unsere erste Welle. Und dann fängt die zweite größere Welle, ja, die fängt mal hier an. Gehen wir ein bisschen weiter weg, dunkel. Ich nehme wieder preußisch blau und einen kleinen Hauch schwarz mit da rein, weil sonst kriege ich die dunkle Färbung einfach nicht hin. So, und jetzt muss ich hier das nämlich einfach richtig schön dunkel machen und malen wir hier nämlich schon mal den Schatten der Welle rein. So, die Welle ist hier natürlich wesentlich niedriger, weil sie weiter weg ist. Und da muss ich mir mal überlegen, wie lang die ungefähr ist. Geht die ganz über das ganze Bild rüber oder bricht die hier schon wieder zusammen und wird kleiner? Und dann können wir mal schauen. Wir haben einmal hier vorne noch die Kante, das malen wir jetzt aber nicht dunkel, weil man sieht hier zum Beispiel, hier habt ihr fast keinen Schatten unter der Welle. Einen kleinen Schatten hat man hier vorne, aber hier ist es wirklich ganz klar. Also hier hat man nur ein bisschen Schaum. Da wollen wir jetzt keine dunkle Krone malen. Aber hier hinten seht ihr zum Beispiel auch hier wieder, die Wellen sind lustigerweise dunkel, was für mich nicht so wirklich Sinn ergibt, lustigerweise. Aber da, wo die Welle hochkommt, ist sie tatsächlich dunkel. Wahrscheinlich, weil das Licht da dann nicht von der Welle reflektieren kann, vermute ich mal. Muss irgendwas damit zu tun haben. Und ja, also das muss jetzt nicht perfekt vorbereitet sein. Ihr müsst auch nicht tausend Wellen reinmalen. Wie gesagt, das soll eigentlich jetzt erstmal nur ein recht einfaches Bild sein. Das ist nur, dass wir das schon mal so ein bisschen andeuten, wo hier die Wellen sein könnten. Und halt dieser Schatten ist besonders wichtig hier vorne. Denn wenn wir den gut malen, dann sieht das hinterher gleich viel realistischer aus. Wir müssen einmal schauen, weil hier vorne bricht sich die Welle. Das heißt, in diesem Bereich möchte ich das recht hell haben. Hier darf ich natürlich den Schatten nicht so stark malen. Aber hier male ich das wieder hoch. Und hier muss sie natürlich auch wieder dunkel sein. Okay. Auch hier versucht mit wenig Farbe zu arbeiten. Verstreicht es einfach ein bisschen und wenig Farbe benutzen. So. Dann haben wir schon mal grob angedeutet, was wir hier malen wollen. Und dann sieht das doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Dann nehme ich mir jetzt ein Silbertuch wieder und wische diese dunkle Farbe hier einmal so grob raus, dass der Pinsel wirklich nicht mehr geladen ist, sondern schon annähernd trocken. Und hier sieht man ganz deutlich der Unterschied zwischen einem 2-Euro-Pinsel und einem Bob-Ross-Pinsel. Denn hier fallen die Haare aus wie verrückt, nur weil ich den Pinsel einmal so ein bisschen schrubbe. Aber ich muss gestehen, dass ich von Bob Ross, da habe ich zwar diesen einen Borstenpinsel, aber mit dem, ja, ich weiß auch nicht, den finde ich irgendwie nicht so gut. Deswegen habe ich hier ein paar Günstigungen. Wenn sie dann ihren Geist aufgeben, ja, dann muss ich sie leider entsorgen. Ist ärgerlich, aber bisher halten die eigentlich sogar auch recht lange. Also geht das. Man muss jetzt nicht für jedes Bild diese ganz teuren Pinsel haben. Das hier ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, dass man hier auch mit etwas günstigeren arbeiten kann. Okay, jetzt kommen wir mal zum Zwischengrund hier. Das kommt hier jetzt alles schon dichter und das Wasser wird immer flacher. Das heißt, hier will ich jetzt ein bisschen heller arbeiten. Also gehe ich jetzt mal hier ins Pentanolblau und fange mal an, mir das hier so ein bisschen reinzuziehen. Zu verstreichen. Immer waagerecht bleiben. Auch hier bitte. Waagerecht, waagerecht, waagerecht. Ganz wichtig. Und dann nehme ich mir auch einen ganz kleinen Hauch von dem Pentanolgrün. Ganz dezent hier rein. Wir wischen.
Ihr müsst euch das selbst überlegen, soll es so ein bisschen Karibik-Flair haben? Möchtet ihr, dass es ein ganz kleines bisschen heller ist und fröhlicher aussieht? Oder soll das wirklich die dunkle Nordsee sein? Dann dürft ihr natürlich jetzt hier kein Pentanolgrün mit reinmixen, sondern werdet einfach nur so etwas heller. Weil diese wunderschönen Karibikfarben, die findet ihr, glaube ich, nur ganz selten in der Nordsee. Also ich habe es noch nicht gesehen, ich habe auch noch nicht so viel Zeit an der Nordsee bzw. Ostsee verbracht. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht so das gute Erzählbeispiel. Aber wie ihr seht auf meinem Foto, kann ich euch nochmal zeigen, da ist nichts von türkisem Meer zu sehen. Deswegen, aber weil ich diese Farben so sehr liebe und so toll finde, ich male mir die immer ganz gern damit rein. Das macht das Ganze ein bisschen fröhlicher. Ich bin ja eher so der Maltyp, der das hell mag und fröhlich. Deswegen hier jetzt ein bisschen buntere Farben. Passt auf, dass ihr hier nicht zu hell werdet. Wenn ihr jetzt hier in dem Zwischenbereich zu hell arbeitet, dann fällt eure helle Welle natürlich hier nicht mehr auf. Also ein bisschen dunkle Farbe muss da auch mit rein. Aber ihr seht, dass gerade durch dieses waagerechte Arbeiten hat man alle Möglichkeiten, hier sämtliche Farben des Wassers mit einzuarbeiten, ohne dass das unrealistisch aussieht, weil wir hier Wellen haben, weil wir hier Bewegung haben. Und das macht das Ganze natürlich etwas einfacher. So, einmal hier am Wellenbogen lang. Und dann verblenden wir das Ganze so ein bisschen. Und so sind die Farben für mich völlig in Ordnung, weil das muss gar nicht so dunkel sein. Okay, das gleiche auch hier vorne. Hier will ich richtig schön helles Wasser haben. Das heißt, ich nehme wirklich hier diesen Pinsel, der jetzt fast ausgelaugt ist, und gehe nur ein ganz bisschen vorsichtig hier rein und male mir das hier so ganz bisschen hauchzart blau. Also nur ein ganz bisschen Farbe nehmen. Wenn ihr noch zu viel Farbe auf dem Pinsel habt, nehmt euch nochmal ein Silbertuch und wischt die Farbe einfach aus. So, das deuten wir jetzt hier erstmal nur ein kleines bisschen an. Muss gar nicht so viel sein. Okay. So. Dann kommen wir jetzt einmal zu unseren kleinen Wellenbögen. Ich mache mal kurz Päuschen. Moment. So, dann wollen wir mal weitermachen. Ich habe jetzt einmal alle meine Pinsel gereinigt und auch meine Palette hier ein bisschen gesäubert. Ich sage mal Palette, ist Palette richtig? Doch, in diesem Fall ist Palette, glaube ich, mal richtig. Genau, das ist die Stabilei-Palette. Okay, sorry. Ja, also es ist alles sauber. Falls ihr euch fragt, wie ich das gemacht habe, weil ihr vielleicht zum ersten Mal zuschaut, da habe ich auch ein paar Videos zu gemacht. Wie reinigt ihr eure Pinsel richtig? Wie bereitet ihr eure Leinwand vor? Alles Mögliche. Schaut euch auch sehr gerne meine anderen Videos an. Da habe ich eigentlich alles erklärt, was die Schritte rundherum um das Malen angeht. Okay, jetzt habe ich mir überlegt, als erstes machen wir erstmal so ein bisschen den Strand. Das heißt, wir nehmen ein kleines bisschen Ocker, ein Hauch Gelb mit rein, aber wirklich nur ein Hauch. Und dann fangen wir mal an, hier den Strand zu malen. So. Okay. So. Da der Strand so natürlich wirklich sehr hell ist, mache ich das immer ganz gerne, dass ich da noch ein kleines bisschen dunkles hier mit reinbringe. Dafür nehme ich einmal einen anderen Pinsel. Hauchdünn nur, weil das ist wirklich sehr dunkel. Einfach nur so ein kleines bisschen. Und dann könnt ihr jetzt hier schon, während ihr den Strand malt, so ein kleines bisschen Wellen hier machen. Dann sieht das natürlich nicht so ganz eben aus. Dann sieht das so ein bisschen perspektivisch aus, als ob man hier so richtig an den Strand runtergehen kann. Und viel wird man davon gleich nicht sehen, weil wir das alles gleich nochmal ordentlich verblenden. Aber der Betrachter wird das erkennen, dass man hier auf keinen ganz glatten Strand zugehen wird. Wirklich ganz hauchzart mit der Farbe nur arbeiten und nicht zu viel nehmen, sonst wird das zu dunkel. So, das Ganze verblenden wir jetzt auch wieder.
Und wenn man jetzt diese beiden Töne nämlich so ein bisschen miteinander vermischt, dann bekommt man nicht auch einen richtig schönen Strandton hin. Wer sich sagt, das gefällt mir nicht so, mein Strand soll lieber so ein kleines bisschen eher weiß sein, so das Gelbe gefällt mir nicht so, das sieht eher aus wie so eine Sandkuhle, dann könnt ihr das natürlich auch gern machen. Wenn ihr da jetzt so wie ich zu hell geworden seid, dann könnt ihr da natürlich auch wieder ein bisschen Weiß mit einarbeiten, das ist überhaupt kein Problem. Aber nehmt dafür kein Titanweiß, weil das Titanweiß macht das Ganze jetzt so matt. Dann nehmt euch einfach, dafür muss der Pinsel wirklich sauber sein, geht auf keinen Fall mit einem Pinsel hier in das frische Flüssigweiß, wo noch Farbe dran sein könnte. Aber die Pinsel habe ich halt gerade gereinigt, deswegen erlaube ich mir das mal. Sonst nehmt euch einfach lieber hier mit dem Stiel etwas Flüssigweiß auf die Palette und tupft das davon runter, wenn ihr euch ganz sicher seid, dass die Pinsel sauber sind. So, und jetzt könnt ihr mit dem Flüssigweiß einfach hier reinarbeiten. Und dann könnt ihr euren Strand nochmal wieder ein kleines bisschen aufhellen, wenn ihr jetzt sagt, das ist zu gelb. Nee, also ich möchte hier einen Strand und keine Sandkiste haben. Wie gesagt, gar kein Problem. In dieser Nass-und-Nass-Technik könnt ihr euch das Bild zu euren Wünschen gestalten. Das ist das Tolle hier in dieser Technik, dass man da wirklich echt machen kann, was man will. Mischt euch sonst die Farbe nochmal, bevor ihr sie auftragt. Kleines bisschen Ocker, kleines bisschen dunkel Sienna. Direkt auf der Palette mischen und dann geht ihr da nochmal rüber. Dann bekommt ihr auch so einen etwas schöneren Braunton. Dann ist das nicht ganz so dieses Sandkastengelb. Aber wie gesagt, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden, welche Farbe er hier benutzen möchte. Soll der Strand dunkler werden? Soll der Strand heller werden? Schaut einfach, wie es euch gefällt. Das ist das Wichtigste. So, jetzt gehen wir ganz vorsichtig mit wenig Farbe hier an die Wasserkante ran. Passt auf, dass man eure Borstenstriche natürlich nicht zu stark sieht. Verblendet die so ein bisschen. Und wenn ihr seht hier, das meine ich halt mit den kleinen Linien, wenn ihr hier das so ein bisschen bergauf, bergab malt, sieht das halt gleich so ein bisschen perspektivisch aus. Und führt den Betrachter näher an den Strand tatsächlich ran. So, und jetzt einfach hier so ein bisschen ans Wasser ranmalen. Nicht zu viel Farbe nehmen. Passt wirklich auf, dass ihr wenig Farbe benutzt. Dann sieht das Ganze nämlich dann hinterher nämlich auch gleich ganz anders aus, wenn wir dann gleich das Wasser drüber malen. So, und wie ich sehe, ich bin ein gutes Vorbild. Ich habe wieder eine Ecke vom... Oh, das war knapp. Vom Rand vergessen. Aber ja, noch ist es nicht zu spät. Also, solange euer Bild nass ist, könnt ihr das alles nochmal nachzeichnen. Überhaupt gar kein Problem. So, jetzt mache ich das Flüssigweiß erstmal wieder zu. Wie gesagt, achtet darauf, wenn ihr euch nochmal was nachnehmt, geht nicht mit einem dreckigen Pinsel da rein. Da würdet ihr euch wirklich ärgern. So, das stelle ich mir erstmal weg, bevor ich mir das nochmal wieder über den Schoß kippe. Das habe ich nämlich auch schon gemacht. War nicht so toll. Wenn ihr euch fragt, womit ich meine Hände reinige, das sind einfach Babyfeuchttücher. Ganz normal, klassisch. Damit kriegt man die Farbe wirklich sehr gut ab. Und alles ist tutti. Okay, so, unser Strand ist fertig. Jetzt nehmen wir einen Feinliner. Und jetzt malen wir uns eine ganz zarte, feine Wasserlinie. Dafür nehmen wir ein kleines bisschen Blau. Ich nehme da jetzt mal das Pentanolblau und tatsächlich noch wieder ein kleines bisschen flüssig Weiß. Wenn ihr das jetzt ein bisschen aufhellen wollt, ganz hell, könnt ihr in diesem Fall auch einfach etwas Blumenöl nehmen. Ich habe da immer so eine kleine Schale hier. Da ist mein Blumenöl drin. Gibt es auch von vielen Herstellern. Damit könnt ihr das sehr gut verdünnen. Aber da ist halt die Gefahr, dass es zu dünn wird. Dann verläuft die Farbe nämlich und das ist nicht schön. Also jetzt wollen wir einmal ganz kurz hier unsere kleinen Wellenbögen malen. Ich fange mal mit dem hinteren an. Ein bisschen dunkler darf sein. Das war ein bisschen hell jetzt. Das war schwarz. Das war ein bisschen dunkel jetzt. Oh Mann. Einmal abwischen. Einmal etwas preußischblau. Okay, das sieht doch schon besser aus. So, also hier ist unser erster Wellenbogen. Ganz vorsichtig. Wobei, was ich da jetzt eigentlich mache, nee, das ist ja Blödsinn. Entschuldigt, das war jetzt falsch, was ich jetzt gerade erzählt habe. Oh Mann.
Wie komme ich denn darauf, dass ich zuerst dunkel nehme? Entschuldigt. Nein, nein, nein. Andere Pinsel. Etwas Titanweiß. Den ersten Strich machen wir natürlich in weiß und nicht in dunkel. Dunkel kommt ja erst im Nachhinein darunter. Also, ich nehme wieder einen Feinliner, mische das schön im Titanweiß. Und wenn ihr so eine richtig schöne glatte Kante haben wollt, dreht den Pinsel da drin. Dann wird er so richtig schön spitz. Und das Titanweiß ist natürlich so richtig schön hart, flüssig. Versucht euch da drin, das damit zu verarbeiten. Das ist einfach. Wenn es zu hart ist und der Pinsel anfängt, das zu bröckeln, dann nehmt euch gerne ein kleines bisschen Blumenöl dazu. Und dann macht es ein Tickchen flüssiger. So, okay. Jetzt habe ich hier schon meinen dunklen Rand darunter. Ist natürlich auch praktisch. Aber es ist einfacher, tatsächlich erst mit dem hellen zu beginnen, weil sonst wird der dunkle Rand zu dunkel. So, immer wieder nachnehmen. Achtet darauf, dass ihr genug Farbe auf dem Pinsel habt. Und wenn ihr das jetzt hier lang malt, diese Welle, wirklich versuchen, gleichmäßige Bögen, dass das nicht so zack, zack, also ihr seht das ja auch hier auf dem Bild, das erkennt man hier, das sind hier jetzt, ist ja kein Sturm, das ganz zarte Bögen sind das hier, gar nicht allzu doll, deswegen wollen wir das jetzt nicht zu schwungvoll malen, weil sonst passt der Vordergrund natürlich nicht zum Hintergrund. So, wenn ihr das mit dem Pinsel auftragt, dreht den Pinsel ganz leicht dabei. Und wenn ihr da kleine Bröckchen verliert, dann einfach nochmal hinterhergehen. Passt auf, dass dieser Wellenspiegel hier vorne nicht zu breit wird. Nehmt euch immer noch mal Farbe nach und immer wieder den Pinsel drehen, damit ihr so eine richtig schöne, scharfe Spitze habt. Und dann malt ihr hier einfach die erste kleine Welle. Sollte euch das jetzt passieren, dass ihr das doch zu spitz malt, dass es euch nicht gefällt, dass der Wellenbogen nicht schön aussieht, gar kein Problem. Dann nehmt ihr euch einfach einen anderen Pinsel, verblendet das ganz vorsichtig einmal und dann malt ihr das einfach nochmal. Das ist gar kein Problem. So, drehen, drehen, drehen. Wenn ihr jetzt merkt, oh verdammt, hier hatte ich zu viel Blau auf der Leinwand oder zu viel Ocker oder irgendwas. Und ihr merkt, dass eure Linie schmutzig wird, euer Pinsel schmutzig wird, dann nicht versuchen, irgendwie mit noch mehr Farbe das zu überdecken, sondern dann nehmt den Pinsel einmal beiseite, reinigt den einmal und fangt wieder von vorne an. Das macht sonst keinen Sinn, da ärgert man sich sonst hinterher bloß. So, okay, das war unsere erste Linie. Und jetzt malen wir nämlich noch eine zweite. Und zwar hier, wo das Wasser schon so ein bisschen weg ist und sich zurückgezogen hat. Das ist jetzt kein kompletter durchgehender Wellenbogen mehr. Ihr kennt das. Entschuldigt, irgendwie. Boah, ich muss immer aufstoßen. Ihr kennt das hier, wenn ihr am Strand seid. Das hier muss jetzt auch nicht dick weiß werden. Das ist nur für uns so ein bisschen zum Andeuten. Wie gesagt, nochmal, wenn das Wasser weggeht. Dann ist da, wo das Wasser gerade zurückgegangen ist, der Strand richtig dunkel. Da sieht man das richtig, dass da vor kurzem gerade noch das Wasser war und da ist das dann ganz dunkel. Deswegen deuten wir das jetzt hier auch nur ganz vorsichtig mit dem Weiß an. Macht das nicht zu gleichmäßig. Wenn ihr jetzt hier so boing, 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 dann sieht das aus wie so ein Zeltverleih. Deswegen hier so ein bisschen ungleichmäßig machen. Mal ist das hier so eine doppelte, eine etwas größere. Mal ist der Strand hier ein bisschen tiefer. Dann geht es mal ein bisschen weiter rein und dann ist es hier ganz flach. Wirklich nur so ein kleines bisschen andeuten. Dann einmal den Pinsel kurz ausdrehen im Tuch und dann nehmen wir ein kleines bisschen dunkles Sienna. Ganz, ganz bisschen nur. Ein kleines bisschen preußisch Blau. Das einmal vermischen. Das war jetzt ein bisschen arg viel preußisch Blau. Nochmal etwas dunkles Sienna. So, das war jetzt zu viel dunkles Sienna. Oh Mann, das gibt's doch jetzt nicht. Was mache ich denn da? Etwas Blumenöl. So, dann machen wir das jetzt mal hier ein bisschen drüber. Einmal verteilen. Und jetzt nehmen wir dunkles Sienna. Das muss man manchmal ein bisschen üben. Manchmal findet man einfach nicht gleich die perfekte Farbe. Aber deswegen haben wir jetzt unsere Palette hier, um den richtigen Farbton zu finden.
Dann können wir jetzt natürlich auch ein bisschen Weiß mit reinmachen. Aber dann seht ihr, geht das gleich so in dieses matschige, gräuliche über. Vielleicht ist dunkle Sienna jetzt hier auch die falsche Farbe. Ich werde einfach jetzt nochmal, damit dieses Grau nicht so blär ist, ein. Oh, da kommt eine Menge Öl raus. Ein ganz kleines bisschen Van Dyke Brown, also das dunkle Braun nehmen. Ich drehe mir den Pinsel nochmal aus. So, das ist dann nämlich schon so ein bisschen hübscher, dieses Braun. Dann nehmen wir dazu ein kleines bisschen noch von dem Rest Flüssigweiß. Und dann haben wir nämlich so einen etwas schöneren Braunton. Wem das nicht gefällt, kann ein kleines bisschen Ocker mit reinmischen. Probiert euch da ruhig einmal aus. Also da jetzt, dass ich sagen kann, was genau ihr da wie mischen müsst, das müsst ihr jetzt tatsächlich einmal selbst ausprobieren. Guckt, dass ihr da irgendwie den Farbton findet, der euch so ein bisschen an Meer erinnert. Und wenn euch das nicht gefällt, dann sagt ihr euch das und riskiert das nicht, das auf euer Bild zu malen. Nehmt euch Tuch, wischt das einmal weg und mischt die Farbe nochmal neu. So, jetzt habe ich hier, glaube ich, ungefähr den Farbton, den ich haben möchte. Und jetzt, ihr seht, dass der ist ein bisschen gespalten, der Pinsel. Wische ich das jetzt einfach mal hier ganz vorsichtig rein. Ganz vorsichtig hier. Weil das jetzt hier der Bereich ist, der dunkler sein soll. Hier ist das Wasser, also hier hinten ist es besonders dunkel. Hier ist das Wasser gerade zurückgegangen. Deswegen fange ich hinten an mit dem geladenen Pinsel, direkt unter der Welle. Und ziehe das dann immer weiter nach vorne. So. Das ist jetzt der geladene Teil. Und dann gehe ich wieder in meine Mischung rein und nehme die nächste Welle vor. Auch hier wieder ganz hinten anfangen unterm Wellenbogen. Und dann vorsichtig einfach nach vorne das verstreichen. Hier geht das Wasser jetzt gerade wieder zurück. So, wieder frische Farbe aufnehmen. Und das Ganze ist jetzt natürlich sehr hell durch das Weiß, das wir zuvor aufgetragen haben. Aber das soll auch so sein, weil wir jetzt auch nicht das soll jetzt natürlich auch nicht passieren, dass uns das zu dunkel wird. Wenn das jetzt zu dunkel wird, wäre das sehr schade, dann sieht das so nicht schön aus. Okay. Also ihr seht, dass das ist jetzt ein Bereich, wo ich mich wieder ein bisschen konzentrieren muss. Deswegen fehlen mir jetzt langsam wieder ein bisschen die Worte. Aber. Ja, ihr seht ja, was ich mache und ich hoffe, es ist verständlich. Okay, so, also da sind jetzt so ein bisschen unsere Wellen. Hier hinten nochmal ein bisschen, die ist ein bisschen heller. Und ein bisschen flacher. Okay, so, das ist unser erster Wellenbogen hier. Und dann können wir das nochmal machen, dass wir auch hier hinten, ihr seht das hier, da sieht man noch so ein bisschen den Strand durch. Gehe ich jetzt einfach direkt mit dem Pinsel in das Blau nochmal mit rein. Weil das soll nämlich andeuten, so hier ist das Wasser richtig flach. Hier kann ich den Strand durchsehen. Einfach nur so ein kleines bisschen die Restfarbe jetzt aus dem Pinsel hier rausmalen. Ein bisschen verblenden. Und schon hat der Betrachter das Gefühl, dass das Wasser hier richtig schön flach ist, dass man da reingehen kann. Das ist das Wichtige. Okay, achtet darauf, dass die Wellenbögen aber auch ausgestrichen sind. Gut, jetzt nehmen wir tatsächlich die dunkle Farbe, nämlich das preußisch Blau und einen ganz kleinen Hauch Schwarz, ganz, ganz bisschen nur. Und den Pinsel gut eindrehen, wirklich richtig gut eindrehen. Ruhig ein bisschen flüssig dazu nehmen, weil wenn es zu viel wird, Pinsel lieber wieder trocknen, bevor uns die Farbe verläuft. Das wäre ärgerlich, weil generell ist das preußisch Blau sowieso schon recht flüssig. Drehen, 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 damit wir eine richtig schöne spitze Kante haben. Und jetzt gehen wir nämlich als nächstes einmal mit diesem Pinsel hier ganz hauchzart unter unserer weißen Linie entlang. Wenn euch da jetzt so ein kleiner Kink passiert, überhaupt nicht schlimm. Hier seht ihr diesen kleinen Wellenbogen. Kann super gut mal sein, dass da ein kleiner Stein liegt. Also das ist überhaupt nicht schlimm, wenn es nicht 100% gleichmäßig wird. Achtet auch so darauf, gerne mal ein bisschen dicker, ein bisschen dünner. Dann könnt ihr auch ein Stück mal weglassen, wo jetzt gerade mal kein Schatten fällt. Und immer wie gesagt, den Pinsel wieder drehen in die frische Farbe rein.
Das ist jetzt ganz wichtig, dass ihr hier eine scharfe Kante habt. Dafür braucht man jetzt auch so ein kleines bisschen Geduld hier. Das ist jetzt nichts, was man mal eben so ganz fix malen kann. Weil wenn hier ein Fehler passiert, dass jetzt wirklich viel zu dick wird, dann versaut ihr euch hier wirklich die ganze Welle und das wäre super schade. Wirklich. Und wenn ihr hier so ein paar Farbflecken habt, die ein bisschen dicker geworden sind, super, dann lasst das ruhig so. Also es muss ja nicht alles wie ein Babypopo aussehen. Dann genau da, wo das passiert, malt ihr keinen blauen Unterstrichen, sondern da sind so ganz viele kleine Bubblebläschen, so vom Wasser, die so aufgewirbelt werden, so richtig kleiner Schaum. Und deshalb ist da dann kein großer Schatten, weil er so gerade so schön sanft auf den Strand zufließt und da ist kein dicker Schatten drunter. So. Okay. Wie gesagt, hauchzart macht das nicht zu dick. Und ja, das ist eigentlich somit das Wichtigste. Okay, jetzt nehmen wir uns einmal noch wieder einen Fächerpinsel. Trocken, sauber, ganz wichtig. Und nochmal wieder ein neues Tuch. Ich versuche mal möglichst lange mit den Tüchern zu arbeiten, dass es natürlich nicht so eine Verschwendung ist. Aber wenn das Tuch dreckig ist, müsst ihr es einfach austauschen, weil es wäre zu ärgerlich, wenn ihr mit einem schönen sauberen Pinsel versehentlich in die alte Farbe geratet und den Pinsel nochmal von vorne reinigen müsst. Das wäre blöd. So, jetzt gehe ich in ein kleines bisschen preußisch Blau, beziehungsweise Pentanolblau wollte ich sagen. Preußisch Blau könnt ihr natürlich auch nehmen. Ausstreichen. Ein kleines bisschen Titanweiß und das nicht ganz glatt verstreichen, dass ihr das, die Farbe so ein bisschen unterschiedlich im Pinsel habt. Und jetzt gehen wir hier in unseren Wellenbogen, zeichnen das so ein ganz kleines bisschen nach hinten. Ganz vorsichtig nur. Weil jetzt soll der Betrachter sehen, dass diese Welle hier tatsächlich gerade auf uns zufließt. Und das Wasser hier, auch hier bei den vorderen, gerade zurückgeht. Bei den vorderen, bei den dunklen, geht ihr hier vorsichtig da drunter und zieht das so ein ganz kleines bisschen nach vorne. Dass der Betrachter sieht, oh, da ist das Wasser, es zieht sich gerade zurück und nur so ganz leicht angedeutet ist. Ganz vorsichtig, hauchzart, nur so ein bisschen das Wasser andeuten. So. Und wenn ihr jetzt hier in eure Linie reinkommt, überhaupt nicht schlimm, zieht das einfach gerade nach hinten mit raus, aber ganz vorsichtig, wirklich ganz, ganz dezent. Weil, wie gesagt, normalerweise mehr ist ja waagerecht. Das ist jetzt wirklich nur hier für den Bereich, dass der Betrachter sieht, dass das Wasser auf ihn zukommt. Ganz, ganz vorsichtig. Sollte das euch zu doll geworden sein, gar kein Problem, macht euch keine Sorgen. Ihr nehmt den Pinsel und verblendet es einfach wieder ganz vorsichtig waagerecht. Überhaupt gar kein Problem. Passt nur auf, dass ihr euch jetzt nicht mehr hier in eure Linie reinwäscht. Das wäre ärgerlich. Verblenden das jetzt einfach wieder so ein bisschen. Schon hat der Betrachter das Gefühl, das Wasser bewegt sich richtig, ne? Jetzt nehmen wir den Pinsel nochmal, ein kleines bisschen die dunkle Farbe rauswischen. Auch hier in diesem Bereich so ein bisschen verblenden. Und das jetzt auch wieder mit waagerechten Strichen, damit der Betrachter auch wieder das Gefühl hat, dass er hier das Meer sieht, dass das Wasser ist. So, dann hat man nämlich das Gefühl, das Wasser spiegelt sich da so ein richtig bisschen drin. Also diese Striche, die wir hier gemalt haben, die müssen wirklich hauchzart sein, nur so ganz leicht angedeutet und dann verwenden wir die vorsichtig wieder. Einfach nur, damit der Betrachter das, wie gesagt, das Gefühl hat, das Wasser kommt auf uns zu. So, immer mal wieder den Pinsel reinigen, damit es nicht zu schmutzig wird. Jetzt nehmen wir ein kleines bisschen Titanweiß. Einmal eine kleine Ecke damit laden. Und jetzt mal ganz vorsichtig hier im Vordergrund mit waagerechten Strichen kleines bisschen verblenden hier. Nicht verblenden. Na, Spiegelung wollen wir hier so ein bisschen einfach mal reinmalen. Das Ganze hier so ein bisschen heller wird. Nicht zu viel, nur so ein bisschen, dass man auch sieht, das Wasser bewegt sich hier. Okay. Jetzt brauchen wir wieder einen ganz sauberen Pinsel. Ich muss mal kurz schauen, ist das jetzt hier mein Lieblingsfächerpinsel gewesen oder nicht? Jein.
Ich habe doch noch einen. Ist das der? Nein. Dann muss ich einmal ganz kurz den Pinsel reinigen. Einen Moment bitte. So, meinen Pinsel habe ich einmal gereinigt. Jetzt ist es natürlich ganz wichtig, darauf zu achten, wenn ihr euren Pinsel im Flüssigverdünner reinigt, achtet darauf, dass er danach wirklich trocken ist. Also nehmt euch ein Zebertuch und zieht den nochmal so richtig schön in Borstenlänge ab, dass er wirklich trocken ist. Wenn wir hier jetzt mit einem zu nassen Pinsel arbeiten, schadet das nur. Also ganz, ganz trocken. Und bevor ich jetzt mit denen wieder dreckig mache, nehme ich nochmal ganz kurz einen anderen. Ist jetzt eigentlich egal, was für ein. Irgendein Pinsel, mit dem wir hier das Blau einmal der großen Welle so ein bisschen verblenden, weil wir jetzt hier auf der Welle keine dicken Farbplätze haben dürfen. Und das muss jetzt hier wirklich einmal richtig schön verblendet werden. Solltet ihr hier zu viel Farbe auf eurer Welle jetzt haben, ist das nicht schlimm, dann nehmt euch einmal ein trockenes Zebertuch und wischt das ganz, ganz vorsichtig einmal ab. Und wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr euch wieder einen Pinsel und verblendet das wieder, damit es die Leinwand wieder feucht ist. So. Okay, jetzt haben wir hier ganz wenig Farbe drauf. Ihr könnt dann auch das sogar auf einem Pinsel machen, ein bisschen doller aufdrücken, zieht die Farbe ab, wischt die einmal auf ein Zebertuch ab. Das geht natürlich auch. So, jetzt haben wir hier schön wenig Farbe und einen sauberen Pinsel. Jetzt nehmen wir uns Titanweiß. Richtig schön die Borsten einmal laden, einmal den Pinsel reinmachen, nach hinten ziehen. Und dann der Trick, einmal ganz vorsichtig nach vorne schieben, dass ihr richtig so ein kleines bisschen Farbpunkte auf eurem Pinsel habt. Und jetzt, wie ihr wisst, ist das jetzt hier keine Mörderwelle, sondern eine ganz kleine, vorsichtige, die jetzt hier gerade so bricht. Wir sind jetzt halt hier da. Ostsee und ganz vorsichtig bricht die hier. Versucht euch einen Weg auszudenken, entweder von links oder von rechts. Hier bricht die so ein ganz kleines bisschen quer. Oh, da ist ein Farbfleck drauf. Und dann wird sie ja relativ gerade. Der Betrachter steht ja direkt vor der Welle. Deshalb hier zum Mittelpunkt müsst ihr versuchen, gerade zu werden. Wenn ihr zu wenig Farbe auf dem Pinsel habt, schiebt den Pinsel wieder so ein bisschen in die Farbe. Darauf achten, dass ihr keinen dicken Farbkleckse drauf habt. Und dann geht ihr direkt vom Schaltpunkt der Welle einmal so runter. Versucht das möglichst in einem relativ gleichmäßigen Bogen, dass ihr nicht einmal da ansetzt und einmal da, sodass ihr so einen Zickzack und Versprung da drin habt, sondern versucht wirklich, das gleichmäßig zu machen. Das ist nicht so ganz einfach, weil der Fächerpinsel ja gebogen ist, aber deswegen kleine Schritte und immer wieder einfach vorsichtig nach unten ziehen. So, hier darf das wieder ein bisschen schräger werden, weil die Welle jetzt ja so hier nach unten bricht. Okay. So, wie gesagt, ich bin ja ein Freund von hellen, ganz hellen Farben. Deshalb nehme ich mir jetzt nochmal wieder einen anderen Pinsel. Wundert euch nicht, dass ich einfach mal andere Pinsel nehme, die ich nicht aufgehoben habe. Das ist einfach, hat einfach den Hintergrund, dass ich natürlich auch nicht möchte, dass ihr jetzt so lange warten müsst und ich hier ständig irgendwas reinige oder so. Jetzt nehme ich mir Pentanol Grün. Gehe ganz vorsichtig hier in meinen weißen Bereich rein und streiche mir dieses Grün hier unten in meine Welle hinein. Geht immer mit der Welle mit, also auch mit euren angedeuteten Wellenbogen. Immer wieder nachnehmen, so ein ganz kleines bisschen die Farbe. Und dann ziehen wir das schon ein bisschen tiefer hier unten in die Welle hinein. So, hier bricht sie gerade erst. Hier vorsichtig. Und hier ist sie so richtig hell. Dann nehmen wir ein kleines bisschen Titanweiß und ziehen jetzt mal hier ganz die ganze Welle durch. So, das soll so richtig schön hell werden. Wie gesagt, es ist natürlich jetzt keine Karibik hier. Also eine Karibikwelle habe ich auch schon gemalt. Die könnt ihr euch natürlich auch gerne anschauen. Es soll schon so ein bisschen Ostsee bleiben. Nur so ein kleines bisschen das Wasser soll sich da drin brechen. Deswegen finde ich es ganz schön, wenn es ein bisschen heller ist. Versucht jetzt nochmal mit dem Pinsel ganz vorsichtig hier die Welle so ein bisschen zu glätten, dass man hier nicht so stark die Borstenpinsel sieht.
Aber ganz vorsichtig, weil sonst macht ihr euch hier die Borstenstriche auch kaputt. Wie gesagt, es ist natürlich, es kommt natürlich auch darauf an, wie groß euer Bild ist. Ich habe jetzt hier nochmal so einen schönen großen Fächerpinsel, der jetzt natürlich wieder schmuddelig ist. Eine Sekunde, ich mache mal ganz schnell das sauber. Ach, wie gesagt, achtet darauf, wenn ihr mit Titanwasser arbeitet, dass der Pinsel sauber und trocken ist. Und wenn ihr dann nur ein kleines bisschen andere Farbe drin habt, kann es sein, dass ihr euch das wirklich alles ein bisschen versaut. Das wäre zu schade. Wirklich darauf achten, dass die Pinsel dann sauber sind. Jetzt habe ich hier den relativ neuen Pinsel. Das ist der Fanbrush Blender 3. So, der hat natürlich so eine schöne breite Kante. Das zeige ich euch nochmal, wie schön man mit dem hier jetzt malen kann. Und da kann man natürlich so eine richtig schöne Welle malen. Und wie gesagt, hier relativ gerade runter, weil der Betrachter da genau drauf guckt. Und hier gehen wir genau aus der anderen Richtung einmal runter. Und wie weiß ihr das jetzt hier tatsächlich malen wollt, das ist jetzt natürlich euch überlassen. Desto weißer ihr das malt, desto stürmischer ist diese Welle natürlich auch. Das müsst ihr natürlich jetzt bedenken. Wollt ihr eher so eine kleine, dezente Welle, dann sieht man das natürlich nicht so stark. Dann sieht man, dann muss man diese einzelnen Pinselstriche, die wir mit dem Fächerpinsel so wunderschön hinbekommen, ein kleines bisschen mehr verblenden. Aber schön hell soll es sein. So. Einmal kurz reinigen. Dann mache ich in diesem Zuge gleich einmal hier diese Welle mit. Die geht nämlich auch gerade hier runter und trifft hier auf die Wasseroberfläche. Das gleiche hier hinten, aber hier bricht sie noch nicht. Hier ist sie einfach nur so ein bisschen weiß. Ganz dezent so ein bisschen weiß. Wie gesagt, wenn ihr mit dem Pinsel arbeitet, nehmt auch sonst gerne am Anfang erstmal so ein bisschen die Ecke. Weil hier ist tatsächlich die Schwierigkeit, dass der Pinsel rund ist. Und dann passieren dann auch schnell Unfälle, dass man in so weiten Hintergrund wie hier Bögen reinmalt, die da überhaupt nicht hingehören. Deswegen arbeitet weiter hinten ruhig einfach nur mit der Ecke des Fächerpinsels. Okay. Immer wieder frisch und neu laden. Das ist ganz wichtig. Denn wenn das schmuddelig wird, ist das nicht schön. So, jetzt fange ich mal an, hier so ein bisschen die Spritzer zu malen. Einfach hier, wo das Wasser auftrifft. Macht das hier bei dieser zweiten Welle nicht zu stark. Die soll ja gar nicht von der ersten ablenken. Das ist nur so ein ganz bisschen, ganz dezent, dass die sich hier bewegt. Gar nicht viel. Sondern unsere Hauptwelle ist ja die hier vorne. Dann nehmen wir jetzt richtig dicke, fette Farbe auf. Wieder so ein bisschen reingeschoben in die Farbe. Und dann malen wir jetzt hier richtig unsere Gischt, die so richtig hier aufkommt. Hier trifft die Welle auf. Richtig schön tupfen. Ich mache das jetzt so. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich habe den Pinsel so. Drücke jetzt so auf nach vorne, damit ich dann so richtig schön hier diese Gischt so ein bisschen habe. Dann habe ich nämlich auch gleich den richtigen Bogen vom Pinsel ausgenutzt. Und dann geht das hier hoch. Und achtet darauf, wenn ihr jetzt wie ich keine Welle habt, die durchgehend durch das ganze Bild ist, dass ihr natürlich hier oben jetzt auch nur die Wellenbögen habt, dass ihr hier nur die Spritzer hier oben habt. Dass es runtergeht und hier auftrifft aus Wasser, habt ihr nur in diesem unteren Bereich und ihr müsst also diese Welle hier gehen. So. Jetzt habe ich mir gerade so die Hand weiß gemalt. Ich komme mal bitte. Na komm schon. Okay. Wie gesagt, wie stark ihr das hier jetzt weiß malen wollt, ihr könnt das natürlich auch mit anderen Pinseln malen. Ihr müsst dafür jetzt nicht unbedingt einen Fächerpinsel nehmen. Ihr könnt dafür auch einen ganz normalen Borstenpinsel nehmen. Wenn ihr sagt, so Mensch hier, das will ich aber noch weißer haben, das muss richtig leuchten, das will ich richtig toll haben, dann nehmt ihr hier noch mehr Farbe. Wie gesagt, wir haben ja vorher darauf geachtet, dass es hier hinten relativ dunkel ist, nicht zu hell wird, und so sieht man die Welle natürlich auch richtig gut. Okay. So, jetzt sind unsere beiden Wellen eigentlich schon so gut wie fertig. Wenn ihr das so richtig hier spritzen wollt, dass das mehr aussieht, dann könnt ihr hier natürlich auch noch ein bisschen mehr machen. Das ist ganz euch überlassen. Aber ich würde es nicht zu doll machen.
Wie gesagt, es ist ja nur eine kleine Welle. Okay. Jetzt nehme ich mir nochmal. Nein. Den kleinen Fächerpinsel, den ich hier habe. Einmal so ein kleines bisschen sauber machen. Einfach nur auf dem Silbertuch. Und dann mit einer Ecke ins Titanweiß nochmal reingehen. Ganz vorsichtig. Und dann können wir hier nochmal ganz vorsichtig hier die Welle andeuten. Einfach nur so ein bisschen hier rausziehen, wie die Welle jetzt gerade hier langläuft und bricht. Damit der Betrachter auch das Gefühl kriegt, dass diese Welle hier jetzt gerade auf ihn zukommt. Ganz vorsichtig, nicht da oben in die Gischt reinwischen. Das wollen wir jetzt nur so andeuten, weil es ja sowieso eine ganz kleine Welle ist. Wenn euch nochmal eine große Welle interessiert, da habe ich nochmal ein bisschen eine andere Technik erklärt. Dann schaut euch das auch gerne an. Ich habe mehrere Meeresbilder, die ich online gestellt habe. Die einen besser, die anderen schlechter. Aber schaut euch das gerne an. Guckt euch natürlich auch bei anderen YouTubern an, wie die es machen. Und dann müsst ihr tatsächlich versuchen, da euren eigenen Weg zu finden, was für euch am einfachsten ist. So, auch hier hinten ein kleines bisschen rausziehen. Die Gischt, dass man merkt, oh, da kommt eine Welle angerollt. Hier nicht zu viel Weiß verwenden, einfach nur noch den Dreck in Anführungsstrichen aus dem Pinsel so ein bisschen rauswischen, weil die Gefahr auch immer besteht, Titanweiß macht alles so matt. Da wirklich aufpassen. Wenn euch hier der Wellenbogen nicht ganz gelungen ist, dann könnt ihr den damit auch einfach nochmal so ein bisschen wegmalen, wenn ihr jetzt zu viel hier habt. Und dann könnt ihr das einfach nochmal so ein bisschen auch verblenden, wenn das zu viel geworden sein sollte. Okay. Jetzt haben wir hier teilweise sehr hell, sehr dunkel, aber damit das nochmal richtig gut aussieht, brauchen wir jetzt nochmal einen anderen Pinsel, mit dem wir jetzt auch den Rest des Meeres nochmal so ein bisschen besser zeigen können. Dafür nehme ich nochmal meinen kleinen Borstenpinsel. Wie gesagt, trocken, trocken, trocken. Richtig einmal säubern. Und jetzt gehe ich nochmal in ein bisschen preußisch-blau rein und versuche mir mit ein bisschen schwarz und preußisch-blau eine richtig schöne glatte Kante auf den Pinsel zu machen. Das heißt, ich ziehe den Pinsel immer richtig durch die Farbe und ziehe ihn raus. Immer rausziehen, den Pinsel drehen, dass ihr beide Richtungen erwischt. Und das müsst ihr wirklich ein paar Mal machen, damit er so richtig schön wirklich eine spitze Kante hat. Und jetzt wollen wir uns hier hinten auch nochmal ein paar Wellen andeuten. Nicht jede Welle bricht ja. Und deshalb deuten wir das jetzt hier einfach nur mal an. Desto weiter ihr weg seid, desto wichtiger ist es natürlich, flach zu arbeiten. Hier nur ganz bisschen, hier sind ein paar Wellen. Macht nicht zu viele, nur so ein ganz bisschen, dass der Betrachter sieht, ja, da ist Leben, da passiert was. Dann macht ihr das hier in der Mitte so ein bisschen dicker, weil die Welle auch ein bisschen dicker ist. Das sind praktisch so, wie soll man sagen, ja, so kleine Salmis. So ein ganz kleines bisschen angedeutet hier, so kleine Salmis im Meer, die einfach die Wellentäler jetzt hier andeuten sollen. Passt auf, dass es nicht zu viele werden. Und dass die sich nicht zu sehr alle treffen. So, und dann ein bisschen dicker hier unten, den kleinen Salmi. Und dann sieht das Ganze nämlich schon ein bisschen echter aus. So, und immer waagerecht arbeiten. Denkt auch hier bitte dran, immer waagerecht zu arbeiten. Desto dichter ihr kommt, desto kleiner müssen diese Wellenberge werden. Dann könnt ihr auch einfach tatsächlich einfach hier ganz hauchzart nur so eine Welle andeuten. Und hier kommt schon die nächste. Einfach nur, dass sie so ein bisschen Bewegung haben. Und mehr geht es ja gar nicht. So, auch hier hinten. Wie gesagt, wenn ihr wechselt zwischen hinten und vorne, darauf achten. Hier kleinere Berge, hier dürfen sie etwas größer sein. Aber nicht übertreiben. Das ist das Wichtigste. Okay, hier können wir das nochmal fortführen, diese Welle, die wir hier gemalt haben, die hier so ein bisschen dunkler ist. So.
Und die da ruhig immer schon dicker sein. Die baust sich hier jetzt gerade so richtig auf. Deshalb machen wir das Teil jetzt ein bisschen dicker. Das gleiche auch hier. Hier ist es natürlich auch ein bisschen dunkler zwischen den Wellen. Das machen wir jetzt so ganz leicht mit U-Strichen. Um hier das Teil so ein bisschen anzudeuten. Auch hier darf es noch etwas dunkler sein. Also ihr seht, wenn ihr irgendwo eine kleine Lücke vergessen habt, ist es überhaupt nicht schlimm. Ihr könnt ja auch noch nacharbeiten. Nur nicht übertreiben. Irgendwann ist auch gut. Okay, dann haben wir das jetzt. Dann nehmen wir nochmal den Fächerpinsel, der ist ja noch mit unserem Titanweiß geladen. Und da wollen wir jetzt nochmal ein ganz kleines bisschen hier auch einfach nur Reflexionen im Meer anmalen. Ist eigentlich nichts anderes, was wir eben gerade gemacht haben. Immer wieder frische Farbe nehmen. Hier haben wir jetzt gerade eine schöne Reflexion. Und die am besten so ein bisschen wieder U-förmig malen. Da scheint gerade so richtig schön das Licht ins Wasser. Deswegen ist das da so ein bisschen heller. Auch hier wieder drauf achten. Weniger ist mehr. Nur so ein kleines bisschen hauchzart. Hier die kleinen Wellentäler verbinden. Nicht zu weit nach hinten in den Bereich gehen, nur so ein bisschen. Hier können wir natürlich immer so ein bisschen Helligkeit andeuten. Dass hier der Betrachter das Gefühl hat, von hier kommt die Hauptlichtquelle. Passt aber auch, dass ihr nicht versehentlich in euren Horizont reinwischt. Das wäre ärgerlich. Das ist mir eben nicht gerade fast passiert. Da ganz vorsichtig sein. Und das war es auch schon. Jetzt sieht unser Meer so richtig schön lebendig und froh aus. Wer will, kann hier nochmal ganz dezent auch nochmal ein bisschen Gischt auf diese Wellen hier hinten malen. Gerade brechen. Ganz vorsichtig. Nur so ein ganz bisschen, nicht auf jede Welle vor allen Dingen malen. Da sind einfach nur so ein paar kleine Büschelchen, wo das Wasser, wo gerade auch so eine kleine Welle einfach mal überschwappt. Okay, so, jetzt haben wir das meiste eigentlich schon geschafft. Jetzt kommen wir nochmal hier vorne zu unserem Strand. Tatsächlich am einfachsten ist es, wenn ihr da jetzt das Bild ein paar Tage trocknen lasst. Aber ich möchte euch das jetzt einmal gern komplett zeigen. Deswegen machen wir das jetzt gleich einmal mit. Etwas Titanweiß. Und jetzt malen wir hier vorne einfach so ein ganz kleines bisschen die Muscheln rein. Da nicht übertreiben. Also es muss jetzt nicht überall 10.000 Muscheln hier liegen. Einfach nur so ein kleines bisschen, dass der Betrachter was zugucken hat. Das habe ich bei meinen ersten Bildern nämlich nicht gemacht. Da bin ich jetzt gerade erst bei diesem Bild tatsächlich drauf gekommen, das mal zu machen. Das macht das Bild gleich viel interessanter. Also das ist wirklich eine Sache, die solltet ihr ruhig machen. Hier ganz dezent so ein paar kleine Muscheln reinmalen. Und ich muss feststellen, das geht so eigentlich auch ganz gut. Nehmt ruhig so ein bisschen Blau mit unter den Pinsel dazu. Nicht kein Flüssigblau, sondern Blau. So, dann sieht es nämlich auch gleich aus, als ob die Muschel so ein bisschen kleinen Schatten hat und nicht nur ganz weiß ist. Aber wenn sie in Sand drin liegt, dann sieht man ja auch fast nur das Weiße. Deswegen müsst ihr da jetzt nicht unter jeden Schatten malen. So, das sind unsere kleinen Muscheln. Dann nehmen wir jetzt ein ganz bisschen von dem Rot, von dem Hellrot. Und das mixen wir jetzt ein bisschen ab mit dem Titanweiß, was wir noch im Pinsel haben. Und ein Hauch preußisch Blau. Ja, das war's dann mit dem Rot. So, noch ein kleines bisschen mehr Rot. Ich will jetzt hier auch kein mega strahlendes Rot haben, weil wenn ich jetzt dieses Original nehme, sieht das ein bisschen komisch aus. Deswegen dunkle ich mir das ein bisschen ab. Aber wenn ihr jetzt einen strahlend leuchtenden roten Stern da haben wollt, nehmt auch gerne das ganz Rote. Aber ich mische mir das mal kurz ab. So, jetzt müsst ihr einmal überlegen. Ihr könnt den Stern jetzt ja nicht so malen. Wenn ihr den so malt, dann sieht das komisch aus. Also ihr müsst gucken, dass ihr den so ein bisschen perspektivisch natürlich so da reinbringt. Das heißt, hinten ist kurz und vorne ist das ein bisschen länger. So, der muss auch nicht perfekt fünfeckig sein, weil man den jetzt von vorne sieht. So. Ihr seht, wie rot das wird. Obwohl ich da jetzt so viel Blau mit reingemischt habe, ist das doch ein ziemlich starkes Rot. Dann nehme ich mir hier hinten auch nochmal ein. Hier liegt auch noch einer, der angeschwemmt wurde. Achtet darauf, dass sie nicht genau gleich gerade liegen.
dass der eine so ein bisschen so liegt und der andere so. Und dass ihr nicht zu viel da jetzt reinmalt. Also ich denke mal, für so ein Bild, wie es das hier ist, reichen zwei Stück. Das ist völlig ausreichend. Okay. So, einmal kurz den Pinsel sauber machen. Und jetzt nehmen wir ein ganz bisschen von dem Saftgrün. Ganz vorsichtig, das ein bisschen verreiben. Ein bisschen mehr. Und jetzt können wir nämlich auch ganz vorsichtig hier so ein paar kleine Algen anmixen. Passt auf, dass es nicht zu hell wird, zu hell ist. Ein kleines bisschen preußisch Blau mit da reinmixen, dass das ein bisschen dunkler ist. Aber dieses Saftgrün eignet sich richtig toll für Algen. Das sieht schon original aus wie Algen. Hier schön gerade noch eine. Und malt das so ein bisschen wellig, keine geraden Striche, sondern das sind so zwei Ärmchen, drei Ärmchen, dass die auch nicht alle gleich aussehen. Einfach so ein bisschen und auch nicht zu gleichmäßig. Auch bitte darauf wieder achten, dass ihr jetzt nicht an jeder Ecke überall eine Alge habt, sondern hier, da ist mal so mal zwei, da ist eine, dann sind hier noch mal zwei. Nicht zu viel mal, nicht zu groß vor allen Dingen. Einfach nur so ein bisschen, dass der Betrachter was hat, wo sein Augenmerk drauf fällt. Das macht richtig eine Menge her. Also, wie gesagt, bei meinem anderen Bild ist mir das auch sehr gut gelungen. Ich muss mich da tatsächlich mal loben, weil ich das wirklich schön finde, das Bild. Ja, und meine Idee finde ich auch ganz toll. Meistens ist es ja eher nicht so, dass ich sage, so, naja, hätte besser werden können. Gut, das hätte auch besser werden können, mal davon abgesehen. Aber es gefällt mir schon sehr gut. Dieses Bild mag ich wirklich sehr gerne. Okay, jetzt habe ich nochmal reines Schwarz auf dem Pinsel. Ich hoffe, es ist wirklich schwarz. Nicht zu so viel Grün drin, nein. Schwarz. Und jetzt möchte ich gerne nochmal zwei, drei Möwen hier reinmalen. Also wie gesagt, wie am Anfang erwähnt, diese sitzende Möwe, die lassen wir lieber weg. Die ist mir nicht so gut gelungen. Aber die fliegenden, ich finde, fliegende Möwen muss man am Meer haben. Das geht doch gar nicht anders. So. Passt jetzt auf, dass ihr nicht versehentlich jetzt mit eurer Hand ins Bild reinmalt. Wenn ihr jetzt zum ersten Mal eine Möwe malt, es sieht so einfach aus, es ist aber gar nicht so einfach. Dann nehmt euch einmal lieber ein Stück Papier und übt da zwei, dreimal drauf oder auch vier oder fünfmal und malt dann bitte die Möwen. Weil auch wenn es wirklich, es sieht so einfach aus, aber mit Öl Möwen malen, so etwas ganz Kleines, ist nicht ohne. Und vor allen Dingen will man ja auch nicht, dass die immer gleich aussehen. Deswegen haben die natürlich auch mal anderen Flügelschlag. Und das ist eine Sache, die man wirklich vorher einmal üben sollte. Deswegen einmal kurz auf dem Papier üben. Und wenn ihr das da ganz gut hinkriegt, dann malt bitte erst auf eurer Leinwand. Ja, ich muss gestehen, mein erstes Bild, nee, mein zweites. Mein erstes hatte ich Glück, das war super. Da ist die Möbel Bombe geworden. Aber auf einem anderen Bild, wo ich dann mir sicher war, das kann ich. Oh Gott, diese Möwe. Oh, nee. Und da sie schwarz ist, kann man sie auch nicht mal eben verblenden. Also das war furchtbar. Da habe ich gedacht, gut, dann malst du die jetzt einfach ein bisschen größer. Und dann, ja, dann malen wir sie einfach noch ein bisschen größer. Und dahinter bestand mein Bild fast nur noch aus Möwe. Es war so schrecklich. Ja, deswegen, wie gesagt, übt es lieber einmal vorher auf ein Blatt Papier. So, also. Diese Möbel sieht jetzt aus wie an einem schwarzen Ecker. Entschuldigt. Ja, also, wie gesagt, es gelingt einem nicht immer. Es ist wirklich immer, ja. Ja, manchmal will es einfach nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Wenn das jetzt hier so ein bisschen das abgegangen ist, nicht so hübsch geworden ist. Man kann jetzt auch noch ein kleines bisschen Weiß nehmen, Titanweiß. Und jetzt nochmal hier so ein bisschen über das Schwarz rüber malen. Weil Möwen sind ja eigentlich auch weiß. Und dann sieht das nämlich gleich auch schon ganz anders aus. So. Okay. Seht ihr? Jetzt ist es schon gar nicht mehr so schlimm, dass wir zu viel weiß haben. Hier hinten, das die Möwe ist so weit weg, nur ganz bisschen weiß. Die vorderen, das ist nämlich das Problem, Moment, desto größer man die malt, desto mehr Weiß muss man auch verwenden. Und da ist die Gefahr, dass man das dann mit dem Himmel vermischt, dass blaue Möwen werden. Irgendwie sieht, ja, diese, ja. Also wie gesagt, auch ich sollte vorher dann nochmal zwei, dreimal üben. Ja. Okay, also, das war's soweit. Also ich glaube, das Bild ist jetzt relativ fertig. Malt da nicht zu viele Möwen rein, malt die Möwen nicht zu groß. Das Hauptaugenmerk soll ja auf dieser kleinen hübschen Welle liegen.
Wenn ihr jetzt das Problem habt, wie ich, hell, 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 und man sieht das da nicht so wirklich, dann nehmt, Entschuldigung, boah, das gibt's doch gar nicht heute. Dann nehmt euch nochmal ein ganz bisschen Blau und dann verteilt das einfach nochmal hier drunter unter diesem Wellenbogen. Gott, das gibt's nicht, Entschuldigung. So, und dann sieht man die Gischt nämlich auch ein bisschen besser. Wenn man das hier so ein bisschen nochmal abdunkelt. Auch hier ganz wichtig, bitte waagerechte Striche, wenn ihr das nochmal nachzeichnet. Jetzt hier nicht versehentlich jetzt sagen, oh, ich mache jetzt mal so. Waagerecht, waagerecht, waagerecht. Nur mit waagerechten Strichen sieht es nach Wasser aus. Aber ist gar kein Problem. Wenn das jetzt hier bei euch zu hell geworden ist, einfach mit waagerechten Strichen, noch ist das Bild ja nass, könnt ihr hier ganz wunderbar dran arbeiten. So, und schon sieht man auch hier die Gischt deutlich besser. Das sieht natürlich dann viel schöner aus. Wir können jetzt natürlich auch sagen, Mensch, wenn ich mein Bild mal, das soll richtig flaches Wasser sein, das ist mir viel zu blau, dann könnt ihr natürlich auch diesen Teil schon ein bisschen mehr Ocker malen. Dann sieht man eure Goldgischt natürlich auch, beziehungsweise könnt ihr auch das dunkle Sienna nehmen, beziehungsweise Van Dyck Brown, wollte ich eigentlich sagen. Und das hier so richtig dunkel machen, dass es Sand ist. Und dann trifft diese richtig tolle, helle Gischt auf diesen dunklen Sand. Mega. Sieht bestimmt auch ganz toll aus. Aber es ist natürlich auch schwieriger. Ihr habt einen Braunton, dann wollt ihr Weiß drauf malen. Vermischt sich das natürlich auch eher. Ist auch nicht wieder ganz einfach. Aber wenn das euer Ding ist, probiert das. Probiert euch aus. Jedes Bild geht mal schief. Jedes Bild wird. Es wird nicht jedes Bild perfekt. Deshalb üben, üben, üben. Und dieses Bild, da habe ich, wie gesagt, auch vorgemalt. Und wie immer finde ich, ist es vorgemalt besser geworden als das, was ich jetzt live gemalt habe, in Anführungsstrichen. Aber es gefällt mir trotzdem noch ganz gut. Es ist okay. Dafür, dass ich jetzt nebenbei so viel reden muss und keine Musik hören kann, ist es gut geworden. Ja, also ich finde es richtig schön und ich weiß auch schon, wer das Bild wahrscheinlich bekommen wird. Meine Mehrbilder, da behalte ich nämlich bis auf das eine die meisten nicht, weil sobald irgendein Verwandter die sieht, dann sind die weg. Das ist auch schon weg und da weiß ich hier bei dem jetzt auch schon, wer das bekommen wird. Ja, also das ist ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk. Wenn ihr jetzt noch Zeit am Wochenende habt, könnte es knapp werden, aber das Titanweiß trocknet schnell und bei den hauchdünnen Farben könnte es sein, dass es vielleicht zu Weihnachten gerade noch so fertig wird. Also wenn ihr jetzt noch eine Woche wartet, das erst übernächstes Wochenende am dritten Advent mal, kann ich euch garantieren, es trocknet nicht mehr durch und dann müsstet ihr dem Beschenkten auf jeden Fall sagen, bitte ganz vorsichtig anfassen. Achtung, es ist noch ein wenig nass. Weil diese Ölfarben, die brauchen leider wirklich lange, bis sie ordentlich durchgetrocknet sind. Das ist leider das Problem bei Öl. So, ich muss mal ganz kurz hier nochmal verblenden, weil ich mal wieder meinen wunderschönen Rand vergessen habe. Einmal schnell nochmal nacharbeiten hier. Aber das ist ja kein Problem. Das kriegen wir hin. So, perfekt. Ich habe tatsächlich mal die Ränder. Wow. Natürlich könnt ihr auch dafür selbst einen Rahmen basteln. Das will ich auch nochmal zeigen. Ich habe für einige meiner Bilder, wie da oben, das könnt ihr sehen, da, den Rahmen habe ich selber gebastelt. Das ist einfach aus ein paar Leisten, Fußleisten und normale Leisten, ein bisschen Sprühlack. Dann kann man auch ganz einfach seine Bilder selber bauen. Das bereite ich irgendwie nochmal vor, aber ich denke mal, das mache ich im Sommer. Achso, das ist das Bild, was noch übergeblieben ist. Da sind die Wolken nicht so schön geworden. Das hier ist doch viel schöner. Okay, mein Eigenlob stinkt, ich weiß, es tut mir leid, aber es ist das erste Mal, dass ich wirklich von einem Bild sehr mit einem Bild sehr zufrieden bin. Okay, ich wünsche euch alles Gute zum zweiten Advent. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Ich weiß, das Wetter ist leider nicht so schön, aber genießt ihn mit der Familie oder auch gerne beim Malen und habt viel Freude. Ich werde jetzt hier nochmal das Wichtigste machen. Was haben wir heute immer noch? Schon wieder, besser gesagt. 12, 18 und den Namen nicht vergessen. Das ist ja euer Bild. Nicht, dass irgendjemand anders auf die Idee kommt, euer schönes Bild zu unterstreichen. Zu unterschreiben. So, okay, jetzt habe ich auch wirklich genug geredet. Aber es hat mir heute mal wieder richtig großen Spaß gemacht. Es hat mir echt gefehlt, mal wieder zu malen. Ich komme so selten im Winter zu. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet und ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Ich freue mich ganz doll, wenn ihr mir folgt.
Mir fehlen nur noch 10 Follower für die 1000. Gott, ich freue mich so sehr. An alle, die mir schon so lange folgen, vielen, vielen Dank. Und ich gebe mir weiterhin Mühe, euch schöne Bilder zu zaubern. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Okay, das ist jetzt aber auch gut. Bis dann, tschüss.